Auf den Höhenlagen des Vorderhunsrück, unweit von Castelaun, liegt das Dorf Haselbach, wo bis zum Zweiten Weltkrieg Flachs angebaut wurde. An die einstige Bedeutung der bäuerlichen Flachskultur erinnert die Brechkaule, die als letzte von zahlreichen solcher Anlagen zum Darren der Flachsstängel erhalten geblieben ist. Einige Familien aus dem 150 Einwohner zählenden Ort, der manche für den Hunsrück charakteristische, schiefer verkleidete Häuser aufweist, beherrschen noch die Arbeitstechniken und verfügen über die erforderlichen Gerätschaften für den Flachsanbau. Mit ihrer Hilfe war es möglich, die gesamte Flachsbearbeitung von der Aussaat bis zum Spinnen rekonstruktiv auszuführen. Vor der Flachsaussaat muss der Ackerboden gründlich vorbereitet werden. Nachdem man im vorausgegangenen Herbst den Boden gepflügt, gut aufgelockert und mit Mist gedüngt hat, wird nun das Feld mit Walze und Egge zurechtgemacht. Zum Flachsanbau nahm man gewöhnlich ein besonders fruchtbares Stück Land. Als Anbaufeld für die Dokumentation wurde eine etwa 150 Quadratmeter große Ackerfläche der Haselbacher Gemarkung ausgewählt. Auf dem Hunsrück waren auch früher die Flachsfelder nur selten größer. Die Gespinstpflanze wurde meist auf kleineren, ausgewählten Feldstücken gezogen. Ja, der ist so leicht zu, man muss den Stein drauf. Warte, ich packe an den Ziehschädler. Nach dem Walzen bearbeitet man den Ackerboden mit der Egge, um die Erde für die Saat aufzulockern. Die Arbeiten mit Walze und Egge verrichteten die meisten Hunsrückbauern, da sie sich kein Pferd leisten konnten, mit dem Ochsen- oder dem Kuhgespann. Damit die Zähne tief genug in das Erdreich eindringen, wird der Eggenrahmen mit einem Stein beschwert. Das Höhengebiet des Hunsrück gehörte im 19. Jahrhundert zu den größten Flachsanbaugebieten im Rheinland. Die Erträge dienten hauptsächlich der bäuerlichen Selbstversorgung. Wegen ihrer Güte und Feinheit geschätzt, brachte der Verkauf von Hunsrücker Leinenfasern darüber hinaus eine spürbare Nebeneinnahme in der undankbaren und entlegenen Gegend des Hunsrücks. Flachsmärkte, wie zum Beispiel in Simmern, boten die Möglichkeit, spinnfertigen Flachs oder Leinengarn zu verkaufen. Trotz einer kurzlebigen Intensivierung während des Ersten Weltkrieges ging die bäuerliche Flachskultur stetig zurück. Damit verloren sich nach und nach auch die Kenntnisse der gemeinschaftlichen Arbeitsverrichtungen. So kann man Ende der 20er Jahre in der Haselbacher Schulchronik lesen: Eine alte Sitte geht anscheinend unserem Ort verloren. Die Sitte des Flachsanbaus, des Flachsbrechens, des Webens und Bleichens. Es wird darum Veranlassung genommen, diese kurz zu beschreiben, wie sie hier üblich waren. Im Zuge der allgemeinen staatlichen Bestrebungen zu wirtschaftlicher Autarkie ließ man 1933 auch in etlichen Hunsrückdörfern den Flachsanbau wieder aufleben, ehe mit dem Zweiten Weltkrieg diese Wirtschaftsform endgültig unterging. Bevor der Leinsamen, der in einem Leinensäckchen bereitsteht, ausgesät werden kann,
muss die Ackerfläche noch von groben Steinen befreit und die Schollen mit der Hacke zerkleinert werden. Da Flachspflanzen den Boden stark auslaugen, musste man vor der Aussaat die richtige Fruchtfolge beachten. In älteren landwirtschaftlichen Anleitungen zum Flachsanbau wurde für die Jahre, die der Flachsaussaat vorausgingen, mehrmaliger Fruchtwechsel empfohlen. Als günstige Vorfrucht galten Klee und andere Grünfutterpflanzen. In manchen Gegenden wurden auch Kartoffeln oder Rüben genommen. Auch Kohl- oder Runkelrüben eigneten sich, da beim Anbau dieser Knollenpflanzen weniger Unkraut aufwächst. Als besonders geeigneter Untergrund galten frisch gepflügte Wiesen sowie unbearbeitetes Ackerland. Bei intensiver Bodennutzung stand Letzteres allerdings kaum zur Verfügung. Der Acker durfte nicht mehrmals hintereinander mit Flachs bestellt werden. Man sagte, dass Flachspflanzen nur alle 5 bis 7 Jahre auf ein und demselben Felde gedeihen. Auf dem sorgfältig vorbereiteten Ackerboden, der durch einen strengen Winter noch an Güte gewonnen haben konnte, wird der Leinsamen ausgesät. Aus einem Leinensäckchen, das zur Aufbewahrung des Saatguts dient, füllt der Bauer den Samen in eine Schüssel um. Beim Säen kann man stets gleich viele Körner greifen und gleichmäßig auswerfen. Von großer Bedeutung für das Gedeihen der Flachspflanzen ist der richtige Zeitpunkt der Aussaat. Auf den Höhenlagen des Hunsrück, wie hier in Haselbach, lag der Saattermin meist Ende Mai. Schon im April konnte man in den großen Flachsanbaugebieten der Niederrheinischen Ebene an die Aussaat denken. Die Wahl des Saattermins orientierte sich nach der Witterung wie auch nach der jeweiligen Flachssorte. Als Saatgut wurde der im vorhergehenden Herbst ausgedroschene Leinsamen verwendet. Vereinzelt baute man im Rheinland Flachs aus Ostpreußen oder Russland an, der von besonders guter Qualität gewesen sein soll. Der Leinsamen musste dicht ausgestreut werden. Aus eng stehenden Pflanzenstängeln ließen sich feinere Fasern gewinnen. Man rechnete für einen Morgen Land 60 bis 80 Pfund Saatgut. Da der Flachs eine sehr anspruchsvolle Pflanze ist, muss auch nach der Aussaat der Ackerboden wieder sorgfältig bearbeitet werden. Nachlässige Bodenbehandlung würde sich auf die Ernteerträge auswirken. Denn je niedriger die Aufwuchshöhe der Flachspflanzen ist, desto kürzer sind auch die spinnfähigen Leinfasern. Dadurch verschlechtert sich die Beschaffenheit von Garn und Leinen. Deshalb wird nach dem Säen zunächst der Boden geeggt, um die Samenkörner in das Erdreich einzubringen. Ökonomische Abhandlungen des 18. und 19. Jahrhunderts nennen drei Flachssorten, die auf dem Hunsrück angebaut wurden. Den kurzen Frühflachs, den langen Spätflachs und den sogenannten Springflachs, der seinen aufspringenden Samenkapseln den Namen verdankt. Den Frühflachs zur Fasergewinnung rühmte man als den eigentlichen, wahren Hunsrücker Flachs. Nach dem Eggen wird der bestellte Boden mit der hölzernen Walze festgedrückt.
Die einfachen Ackerwalzen wurden früher meist selbst hergestellt, indem man einen geeigneten Baumstamm mit Achsen, Führungsbügel und Deichsel versehen hat. Gelegentlich benutzten die Bauern auf dem Hunsrück auch ausgediente Mühlenwellen als Ackerwalzen. Wenn der Leinsamen ausgesät und anschließend mit Egge und Walze in den Ackerboden eingebracht worden ist, deckt man eine lockere Schicht Mist über das Feld. Die Düngeschicht, die gleichmäßig auf das besäte Feld ausgestreut wird, soll die für das Aufgehen der Saat wichtige Bodenfeuchtigkeit halten und die Keimlinge schützen. Über die Düngung nach der Flachsaussaat ist in historischen Beschreibungen über die Methode, wie man den Flachs auf dem Hunsrück pflanzet und zurichtet, zu lesen. In vielen Dörfern ist üblich, dass man den Samen untereckt und dann den Acker mit Stroh, Reisern oder Schafdung abdeckt. Dies wird zugleich als Kälteschutz geschätzt. Auch wird das Feld mit Kalk vorbereitet. Landwirtschaftliche Abhandlungen hingegen, die während des Ersten Weltkrieges und in den 30er Jahren den Flachsanbau propagierten, rieten von der Düngung mit frischem Stallmist ab, da zu viel Stickstoff die Qualität der Gespinstfasern verringere. Nach dem Düngen sind die Feldarbeiten bei der Flachsaussaat abgeschlossen. Mit dem weiteren Gedeihen des Flachses befassen sich manche Bauernregeln. Zum Beispiel galt die Meinung, wird der Flachs morgens gesät, dann blüht er auch morgens und ergibt zarte, lange Fasern. Die Mittagssaat hingegen bringt kurze und schroffe Fasern von schlechter Qualität. Wenige Wochen nach der Aussaat ist der Flachs etwa handhoch gewachsen. Dann ist es Zeit, das Feld zu jäten, damit das Unkraut den weiteren gleichmäßigen Aufwuchs der Pflanzen nicht behindert. Das Unkrautjäten oder Krauten war Aufgabe der Frauen und wurde auf dem Hunsrück in Gemeinschaftsarbeit geleistet. In den umgebundenen Arbeitsschürzen sammelt man die ausgerissenen Gewächse. Mit einem besonderen Stecheisen lockern die Frauen die breitblättrigen, mit der Flachssaat aufgeschossenen Unkrautpflanzen und ziehen sie einzeln aus dem Boden. Die dabei niedergetretenen Flachspflänzchen richten sich nach wenigen Tagen wieder auf. Sonst gemeint wäre nicht viel, ist doch ein Haftgoldloch. Wenn da hinten steht, dann noch wieder auf. Hoffentlich wären wir fertig. Komm, dummel dich mal ein bisschen. Das ist ja nicht so viel, da wären wir doch fertig. Und da hier. Ja, dummel dich mal ein bisschen. Komm, dummel dich, ja. Lass mal vorankommen. Oh, Mensch, ich schwitze aber auch nicht. Für das Krauten wurden in anderen Landschaften, wie zum Beispiel am Niederrhein, Frauen und Mädchen als Tagelöhnerinnen eingestellt. Sie mussten oft 14 Tage lang auf Knien über die Felder rutschen und das Unkraut ausreißen, bis sie den Flachs schön hatten. Die Pflege des Flachsfeldes während des Wachstums, die mit großer Sorgfalt vorgenommen wurde, bestand vor allem im Unkrautjäten. Darüber hinaus war es gelegentlich üblich, Hasel- oder Birkenreiser über die jungen Pflanzen zu legen und sie auf diese Weise vor schlechter Witterung zu schützen.
Die Unkrautpflanzen werden am Ackerrain ausgeschüttet. Nach dem Krauten kann der Flachs gleichmäßig und in der gewünschten Dichte aufwachsen, ehe er nach ca. 2 Monaten zur Blüte gelangt. Im August steht der Flachs, der Ende Mai ausgesät worden ist, in voller Blüte. Die ausgewachsenen Pflanzen sind trotz regnerischen Wetters etwa 1,10 Meter bis 1,20 Meter hoch, was früher nur selten vorkam. Aus den geraden, fast getreidedicken Flachshalmen mit den schmalen, spitzen Blättern lassen sich die Fasern gewinnen, die später zu webfähigem Leinengarn verarbeitet werden. Auf den Stängeln sitzen die weißen oder auch himmelblauen Blüten, aus denen sich die Samenkapseln entwickeln. Diese enthalten den ölhaltigen Leinsamen, der als Heilmittel bei verschiedenen Krankheiten angewendet oder zur Gewinnung von Leinöl gebraucht wird. Je nach Saattermin erfolgt im August, spätestens Anfang September, die Flachsernte. Genau 99 oder 100 Tage nach der Aussaat, so lauten die Bauernregeln, soll der reife Flachs gerupft werden. Ich war noch mit Durst. Das Flachsrupfen begann, wenn die unteren Blätter von den Stängeln abgefallen waren und wenn die ausgereiften Samenkapseln sich gelb bis braun verfärbt hatten. Mit beiden Händen muss der Flachs mitsamt den Wurzeln ausgerissen werden, damit die Fasern in voller Länge unversehrt erhalten bleiben. Würde man die Stängel wie Getreidehalme mähen, würde die Faserlänge unnötig verkürzt. Auch ließen sich die unteren, abgeschnittenen Faserenden nur schwer verspinnen. Da der überhaupt noch mal so viel aufgestanden ist, nach dem, ja? Nach dem schweren Rehen, der hat ja Platte vom Boden gelehnt. Das hat ja niemand. Die Flachsbündel werden zunächst auf dem Feld abgelegt und sorgfältig aufgeschichtet. Beim Rupfen werden jeweils so viele Stängel dicht vor den Füßen ausgerissen, bis man ein Bündel beisammen hat, das man mit einer Hand umfassen kann. Oh, war die Leiche so richtig alt. Ja, die hat ja auch sicher ganz zu schwer. Macht er das nicht über die Fingerlarve? Jedes Havel, wie man auf dem Hunsrück meist das handvoll starke Flachsbündel nennt, wird anschließend mit ein paar Halmen in der Mitte zusammengebunden. Auf einem bereits abgeernteten Stück Feld bringen die Männer nun einfache Gerüste an, an denen die gerupften Flachsstängel bündelweise aufgestellt werden sollen. Dies ist erforderlich, damit die Halme austrocknen und die Samenkapseln nachreifen können. Wenn der Flachs länger auf dem Ackerboden liegen bliebe,
würden die Stängel mürbe werden und sich dadurch die Qualität der Leinfasern erheblich vermindern. Da müssen wir ein weiteres Loch haben. Macht das schon weiter, sonst fehlt mir das nicht mehr. So. Für das erste Trockengerüst treiben die Männer zwei Pflöcke, die oben gabelförmig auslaufen, in den Boden. Auf diese Pflöcke wird anschließend eine Stange aufgelegt. Die Männer stellen die Flachsbündel kreuzweise gegen das Trockengerüst. Dabei bleibt genug Zwischenraum, durch den ungehindert der Wind streichen kann. Eine von der Seite und eine von der anderen Seite, das ist wesentlich dabei. Die gerupften und zu Bündeln zusammengefassten Flachsstängel konnte man auch auf andere Weise zum Trocknen aufstellen. Die Haselbacher Schulchronik berichtet über die Flachsernte in den 20er Jahren. Die Havel oder die Ärwelscher, das sind armvollstarke Flachsbündel, werden auf folgende Weise zu Kasten aufgestellt. Zunächst lehnt man vier solcher Flachsgarben an eine Stütze an. Auf diese Bündel werden vier weitere geschichtet. Schließlich setzt man zwei Havel oder Ärwelscher als Hut oben auf. An den schräg stehenden Flachsbündeln konnte der Regen schnell ablaufen. Zudem stellte man die Trockengerüste oder Kästen gewöhnlich in der Hauptwindrichtung auf. Auf diese Weise konnten die Flachsstängel auch bei tagelangem schlechten Wetter trocknen. Ja, wir sehen doch noch drüber auf Kaste. Ja. So 100 Windel sind an einem Kaste. Jeder seit ca. 50. In den hauswirtschaftlich orientierten Anbaugebieten des Hunsrück wurde die Flachsernte in nachbarlicher Gemeinschaftsarbeit verrichtet. Auf den weiten Anbauflächen der niederrheinischen Großbetriebe hingegen wurden zum Flachspflücken, wie man hier die Ernte der Gespinstpflanzen nannte, Tagelöhnerinnen eingesetzt. Vor der Arbeit wurden den Frauen und Mädchen bestimmte Felder zugeteilt, die an einem Tag abgeerntet werden mussten. Der Flachs bleibt nach der Ernte 8 bis 14 Tage auf dem Felde stehen, bis er vollkommen trocken ist. Dann können die Flachsbündel mit Ernteseilen zu sogenannten Gebinnen zusammengefasst und heimgefahren werden, wo man sie bis zur weiteren Bearbeitung in der Scheune lagert.